Now I done grew up on some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, nachdem der letzte Part irgendwie plötzlich abgebrochen ist und ich den Grund nicht weiß, warum, machen wir jetzt in diesem Part nochmal weiter. Und zwar, das wird jetzt erstmal der letzte Part im Vorbewusstsein sein. Das sind wieder 4 Parts gewesen. Wir haben wieder in den 4 Parts nicht viel erreicht, kann man wirklich nicht sagen. Warteschlangen. Ja, wenn sie sich so dämlich anstellen und mehrere Kassen nehmen. Warteschlangen. Es sind 2 Leute da. Mhm. Das Restaurant ist bloß in der Nähe. Oh, ich sehe kein Restaurant, tut mir leid. So. Liebe Mäuschen. So, ich rede mir jetzt wieder hier den Mund und ähnlich. Also gewinnen machen wir jetzt doch ganz schön. 6000 plus. Das ist nice, wie der jetzt noch umgestiegen ist. So, gucken wir nochmal kurz Bedarf. Bekleidung. Also bei Schmuck stand das da. Und hier steht nichts da. Steht aber auch nicht da, wie man die Stufe 2 erreicht hier. Das hier reicht eigentlich auch, aber wir machen hier Minus. Die Gehälter sehr teuer sind's. Ich würde vielleicht den ersten dann mal 24 Stunden lang besetzen lassen. Guck mal, hier sind es schon wieder Warteschlangen, weil die nicht da waren. Die haben eben Pause gemacht. Gut, okay, verstehe ich auch mal. Ja, hier auch genau das gleiche Problem. Bloß, hier kann man ja nichts mehr ändern. Bauen. Objekte. Kasse. Man kann hier hinten noch eine Kasse verstecken. Beziehungsweise den hier wegmachen. Kleider. Stopp. Werkzeug, nee, Luxuslieferant. Der bringt uns nochmal richtig gutes Geld. Dann müssen wir den hier wegreißen. Achso, gut, ist ausgewählt. Dann müssen wir... Ah, der Diebstahldetektor, bin ich bescheuert. Den hätten wir noch... Oh, die müssen wir noch bauen. Oh, bin ich bescheiden. Gut, okay. Ab jetzt wird nicht mehr geklaut. Sitzbank. Weiß ich nicht, passt bisher noch nicht rein. So, was wollte ich jetzt machen? Achso, hier Kleidungsständer. Starten. Kleider raus. So, jetzt können wir hier. Ach ne, hier hinten ist es drauf. Waschmaschinen. Geschirrspüler, Wäschetrockner, Kühlschrank. Waschmaschinen. Geschirrspüler. Trockner. Kühlschrank. Waschmaschine. Geschirrspüler. So, den Rest müssen wir dann noch gucken. Ich finde es sehr interessant, den Mäusen zuzugucken, wie sie das Laufrad beobachten oder gucken, was es eigentlich macht.
Aber mir fehlt ein Medienlieferant, haben wir ja. Wo ist denn das denn drin? Das... Oh, da war Alarm. Bloß die Frage, schafft das unser Personal, mit Ladendiebstahl hinterherzukommen? So, guck mal, wir hatten jetzt noch Spielzeug, glaube ich. Ah, klar, wir haben noch die Regale. Blu-rays. Und Videospiele. Das passt alles hier nicht mehr rein. Das müssen wir dann nochmal im großen Laden eben nochmal neu machen. Bauen. Elektronik, MP3, Kameras, Tablets. Spielekonsolen nochmal. Haben wir noch irgendwas einzeln? Nein. Gut. Das Heus, der hier kommt weg. Und wir bauen nochmal ein paar Regale hin. Für... Videospielzeug. Und Musik-CDs. Den müssen wir verschieben. Und verschieben den nochmal. Nämlich hier, weil sonst kommt man nämlich nicht mehr hier dran an das Ding. Und dann kommt hier nämlich nochmal... was kommen hier nochmal rein? Musik-CDs und Blu-rays-DVDs. Gucken wir mal, was sagt das Gewinnspanne heute, gestern? Ja, geht natürlich noch mehr. Achso, hier wollte ich ja noch... Hier nochmal aufgeräumt. Hemden. T-Shirts. Mäntel, Jacken. Und bei den Sicherheitsleuten holen wir uns noch ein bisschen Personal dazu. Wartungszentrale, Personal. Wächter einstellen, denn die Wächter müssen ja schnell sein. So. Müssen wir es so machen. So. Schließen. Personal. Das ist ja grün. Warum ist das jetzt grün? Hängt rum. Hier ist er. Also ganz kapiere ich das nicht so. Was passiert? Es schaltet selbst ausgleichenden Roller.
Entweder Bars jetzt oder machen wir Bowling. Bowling wollten wir machen als nächstes. Oh, was haben wir? Achso, jetzt waren die Luxusgüter ja noch. Die Luxusgüter. Was sagt die Uhrzeit? Machen wir, machen gleich Schluss. Wo kommen die Luxusgüter hin? Hier kommt Schmuck hin. Was haben wir noch so bei den Luxusgütern jetzt gehabt? Ach, nur Schmuck. Okay. Schmuck. Schmuck. Und Schmuck. Na gut, Leute. Und da ist sogar Glas drum. Das ist nice. Das ist richtig nice. Ich würde mal sagen, was ist mit diesem Port? Wenn euch der ganze Port gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da. Wenn ich den Daumen unten schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr mehr sehen wollt oder auch nicht. Wir werden natürlich hier noch eine Weile bauen können, dürfen, sollen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euch, wenn ihr es wollt. Ciao, ciao.